stellen uns heute Abend die Frage, was muss in Deutschland passieren, damit Deutschland gründerfreundlicher wird und der Mittelstand weiterhin das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bleiben kann? Dafür haben die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und die AIF GmbH heute eingeladen zu einer Veranstaltung, zu einer exklusiven Veranstaltung, wo wir mit Christian Lindner, dem Bundesvorsitzenden der FDP, genau diese Fragen thematisieren werden, nämlich was muss hier passieren, damit Deutschland auch in Zukunft noch die Nummer 1 auf den Weltmärkten bleibt. Herr Generalkonsul, wo geht man in den Vereinigten Staaten hin, um ein Unternehmen zu gründen? Ja, in die Garage. In Deutschland geht man, um ein Unternehmen zu gründen, aufs Amt. Hätte Steve Jobs Apple nicht in Palo Alto, sondern in Castrop-Rauxel gegründet, er wäre bereits an der Baunutzungsordnung der Garage gescheitert. Es gibt Leute geben, die auch mit einer Idee sagen, ich gehe ins unternehmerische Risiko, ich versuch's mal. Und das ist eine Frage der Mentalität, der Kultur. Was trauen wir den Menschen zu? Was geben wir ihnen auch für ein Feedback? Und unser Anspruch als freie Demokraten ist, dass Deutschland also für seine innovationsvolle Risikobereitschaft, seine Toleranz und Kultur der zweiten Chance in der Welt berühmt wird. German Mut, das soll unsere politische und wirtschaftliche Identität und Mentalität sein, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Die Gründerquoten bei den Absolventen der Hochschulen und Universitäten muss erhöht werden. Wie kann man das erreichen? Indem man das Gründergehen in einem jeden von uns weckt und hofft, dass aus einem Gründer ein toller Unternehmer wird. Ich glaube, dass Förderung sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass es teilweise bei Förderung einfach darum geht, Leuten genau den Schubser zu geben sozusagen und auch den Schubser zu ermöglichen, Eigengeschäft zu gründen. In den USA ist es so, dass über 49% Frauen selbstständig sind und sehr erfolgreich sind und sogar kleine Unternehmen gegründet haben, wo sie auch Mitarbeiter einstellen. Und das ist nur möglich, weil sie auch von der Regierung entsprechend gefördert werden. Ich würde mir wünschen, dass Unternehmer mehr wertgeschätzt werden, sowohl Frauen als auch Männer. Normalerweise werden immer Ausgründungen aus Hochschulen gefördert. Wichtig ist es zukünftig, dass auch Gründer, die nicht direkt aus Hochschulen kommen, die Möglichkeit haben, bessere Rahmenbedingungen zu bekommen, dass es letztendlich nicht mehr so ein hohes Risiko ist, ein Unternehmen zu gründen und letztendlich da auch erfolgreich zu sein.